Hallo und herzlich willkommen zurück zur 12. Folge von LEGO City Undercover. In der letzten Folge sind wir hier in dem Tempel angekommen und wir haben für sehr viele Steine eine Brücke erstmal hier hin zum Tempel gebaut. Ich frage mich, wie die Leute eigentlich hier so zum Tempel gekommen sind, obwohl da gar keine Brücke war. Mysteriös, als ob die wohl leben werden oder würden. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt unseren Anzug nicht mehr an, unseren Karate-Meister-Anzug. Ich weiß nicht warum, weil ich habe eine neue Aufnahme-Session gestartet und auf jeden Fall habe ich den jetzt irgendwie nicht mehr hierbei. Und kann sein, dass ich den vielleicht irgendwo in der Station habe und ich muss den erst in der Station auswählen. Den habe ich jetzt aber gerade nicht mehr gemacht, ist mir nur gerade aufgefallen. Naja, und auf der Brücke war er leider auch nicht mehr. Egal, machen wir halt ohne den tollen Karate-Meister-Anzug bei. Wer braucht den schon? Wir sind Polizist. Also gehen wir als, ne? So. Hier, ein kleines bisschen weg. Ja, mach so ein bisschen weg. Und dann kann ich die festnehmen. Und hier auch noch ein klitzekleines bisschen weg. Okay. Beginnt denn hier nochmal? So, was können wir hier eigentlich machen? Wir können hier eine Kiste kaputt hauen. Kaputt hauen können wir super. Dafür wurden wir ausgebildet. 20-jährige Ausbildung. Wir können Kisten kaputt hauen. Und die Dinger. Und die Dinger nicht. Oh Gott, Karatemeister. Mach schön. Langsam. Auf jeden Fall. Richtig, und nicht hetzen lassen. Einfach Ruhe bewahren. So schnell. Macht doch keiner. Okay, der hält viel aus. Der ist gut trainiert. So, hier brauchen wir die olympische Flagge. Ich habe keine Ahnung, wo wir die jetzt finden werden. Vielleicht hier drin. Oder vielleicht irgendwas. Was haben wir denn da gefunden? Wer stellt den Hutständer draußen auf? Aber echt? Wer trägt heute noch Hüte? Was? Aha. Oh. 1 von 3. Sind doch verrückt. Na toll. So, was brauchen wir denn hier? Ah, mach dich. Was? Was? Ach du. Oh, okay, ich muss sagen. Wow, wow, wow. Okay, das ist. Das wäre ja lustig, wenn ich das abfilmen müsste. Und ich kann nicht mal was abfilmen, wenn nichts im Abfilmen drauf ist. Ja, klappt doch super. Ja, hier, ne? War kein Problem gewesen. Ist das ein Fisch? Nee, das ist eine Fackel, eine Flagge. Feuerwerk! Was? Oh, wir sind da schon fast fertig. Womit? Mit den Nerven? Ja, die bin ich schon da. Die habe schon lange fertig, Junge. Ich komme nicht vorbei. Für den Superbau brauche ich viele Steine. Wie viele denn? Die großartigste Skulptur aller Zeiten. 40.000. Sag mal, ich baue euch echt die Brücke und jetzt wollt ihr noch einen Superbauten-Dings von mir haben? Ihr seid doch verrückt. Könnt ihr mal selber an dem bauen, ne? Habt ihr vielleicht mal ein paar Steine über? Selbst aus Brick County werden sie anreisen. Wen? So. Din, 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 din. Wo könnte sich nur dieses mysteriöse Objektgegenstand verstecken? Hier! Hätte man ja fast vorher gar nicht entdeckt. Was ist denn das? Noch ein Feuerwerk! Ne Rakete! Nein, nimm mit. So. Feuerwerk! Oh. Das war ich nicht. Das war wegen dem billigen Feuerwerk. So, erstmal hier ein paar Dinger kaputt hauen. Die sind aber unverschämt. Was wir denen hier alles bauen sollen, ne? Nachher so, wollen die nachher bestimmt mal einen Parkplatz haben. Da wollte noch Autos von uns gebaut bekommen. Na gut, dafür hauen wir denen auch wirklich alles hier kaputt. Habt da, seid ihr schuld. Könnt ihr alleine wieder aufbauen. So, nochmal ein Hutständer. Noch ein Hutständer. Sag ich ja. Niemand trägt einen Hut. Doch du. Guck doch mal auf deinen Kopf. Eigentlich ist es ein Helm. Ja, okay. So. Ja, komm. Und da ist ja gar nichts drin, weil. Das dient doch gar nicht zur Entspannung, die Dinger hier. Kann man hier drauf springen? Das bringt jetzt außer. Ach so.
Ah, ich hab eine Idee. Und kaputt gespielt. Gut gemacht. Entschuldigung. Ich vergaß. So. Und. Das waren wir nicht, das war schon so. Wir haben es nur repariert. So, und hepp. Und hepp. Und Moment mal. Da muss doch da dran. Okay, nochmal. So, aha. Moment, wie ziehe ich denn nochmal dran? Nein, so nicht. Kann ich nicht irgendeine Taste drücken? Ja, ich muss doch wirklich dran ziehen. Was haben wir denn hier Feines? Was ist denn das? Die Musik ist toll. Kamera kann ich leider nicht drehen, da komme ich auch nicht vorbei. Na komm, spring. Ja, komm. Ich will nicht hoffen, dass es hier oben weitergeht. Ich habe unten noch gar nicht geguckt. Na. Was ist denn das? Oh! Ich wollte hier drauf zielen. Was? Ach, das sind keine Lego-Dinger, das sind alles echte, oder was? Oh ja, Schildkrötenkampfsport ist etwas einfacher als der normale Kampfsport. Ja, das weiß ich. Das ist weltbekannt. Habe ich letztens noch gelesen. Im Bild der Frau. Viel wärmer darf es bitte nicht werden. Wenn du ein paar Mal drauf rumhaust, muss es nicht mehr wärmer werden. Dann ist ja nichts mehr da. Da haut der ganze Eis kaputt. Kann ich jetzt mal nicht in den Schlüssel? Eine kleines bisschen weg. Oh. Ich nehme die Spießel weg. So, was? Schön langsam. Ja, hier kriegst du gleich das Ding auf den Kopf geworfen. Wir brauchen so einen roten davon. Und irgendeine Fackel. Aber hast du eine Fackel, Junge? Ruhe bewahren. Ja, Ruhe bewahren. Ob du mich hören könnt. Wisst ihr es ja, weil ich hier unter Waffenstress hier stehe. Was ist denn das hier? Nicht so schnell. Der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Schön langsam. Ja, auf jeden Fall. So, wo ist denn jetzt hier so ein rotes Laternchen da oben noch? Ich brauch's ein rotes Da ist eins. Geh weg da. Bonsai. Bonsai. So. Nice. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Raketen. Und ein paar Steinchen. So, wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben klettern. Ja, hier kann ich runterfallen. Boah, da haben wir ein Eckchen hier. Na toll. Ruhe bewahren. Junge, ich geb dir gleich Ruhe. Echt jetzt. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Nicht so schnell. Ja. Was ist denn da drin? Hallo, Drache. Wie kriege ich jetzt die Leiter? Ist die Leiter jetzt runtergefallen? Steinchen. Noch ein paar Steinchen hier einsammeln. Langsam. So. Jetzt geht's. Nein.
Ruhe bewahren. Boah, der wird mir auf den Nerven gehen, wenn ich wirklich gerade irgendwie mich aufrege und der wird den ganzen neben mir stehen, wirklich neben Ruhe bewahren. Jetzt beruhige dich doch mal, Alter. Ich würde Ruhe bewahren. Weil wenn mir einer sagt, ich soll Ruhe bewahren, wenn ich mich gerade am Aufregen bin, das geht doch nicht. Der gefährdet sich doch selber damit. Was ist denn? Oh. Wir brauchen hier mal eine Fackel. Habt ihr mal eine Fackel? Vielleicht von Fackelmann? Na komm, der Witz war geplant. Also man konnte denken, dass der Witz kommt. So, was haben wir denn hier? Oh! Okay, da denken wir dann weiter. Schön. Eine neue... Achso, eine Rakete. Puh, das war knapp. Die Fackel reichte gerade mal lang genug, um hierher zu gelangen. Ist doch gut. So. Na, gut abgeholt. Nicht schlecht. Feuerwehr! Wieder ein Karatekämpfer. Oder jemand, der ausgerutscht ist. Oh, den nehmen wir natürlich mit. So. Für ein paar super Bauten fehlen mir immer noch die paar Sachen. Also wieder... Ich und an 3D-Objekten hochspringen hier. Kann ich ja gleich hier Mario spielen. Nicht so schnell. Jo. Sag mir das nochmal, wenn ich die Fackel in der Hand habe. Nicht so schnell. Lass dir doch Zeit. Na, Drache. Sieht aber schön aus. So, was haben wir denn hier? Hier fehlen auch ein paar Sachen. Oh, was können wir denn hier basteln? Moment mal. Wurden dann alle Hüte gestohlen? Moment. Das sind hölzerne Kung-Fu-Dummies für das Training. Hutständer. Mann, bin ich blöd. Ja, Hutständer. Wer meint noch, das war ein anderes? Natürlich. Langsam. Wer kommt auf die Idee, dass er ein Hutständer ist? McCain. Bitte. Ah, Feuer. Ja, Ruhe bewahren. Ich muss nach Olympia. So. Brauchten wir unten nicht auch nochmal... Da unten brauchen wir auch nochmal Feuer, ne? Ich will jetzt einmal kurz erstmal mit dem Feuer noch kurz nach unten rennen. Nicht so schnell. Ja, sonst falle ich mit dem Feuer noch hin und wir verletzen uns alle. So, Feuerchen und Häppchen. Schön langsam. Ja. Oh, cool. Judoka? Sobald ich hier raus bin, gehe ich mich bei den Herstellern dieser Fackeln beschweren. Die halten gerade mal 10 Sekunden. Ja. Schweinerei. Aber schön für die Sitze. Ich wollte oben drauf, wenn ihr einen blauen Stein... Ach egal, lass mal den blauen Stein. Bei mir werden hier oben gar keine Steine angezeigt, oder ist das denn momentan ausgeblendet? Wie viel wir in dem Level hier einsammeln müssen? Nein! Spring doch nicht dahinter! So ein bisschen dagegen laufen, da ich da nicht runterfall. So, haben wir unten alles angezündet. Ich glaube, wir können die letzte Rakete holen. Junge, ich geb dir gleich Ruhe. Aber ich jetzt. So, Rakete. Nicht so schnell. Nee. Junge, du kriegst gleich die Rakete auch, ne? Karatemeister. Danke. Nice. Und hier auch noch ein klitzekleines bisschen weg. Ich kann mir vorstellen, was jetzt gleich passiert.
Wir bauen ja einen Drachen. Wird bestimmt eine coole Animation. Drachen bauen, ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Also. Drache! Drache! Nein, 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 nein! Oh ja. Yeah. Und ich dachte schon, Danbys Atem wäre schlecht. Hätte es dann nicht für ein Feuerzeug auch gereicht? Wo sind die alle hin? Die haben alle Schiss von Drachen? Ja, Mem. Liegt hier noch jemand rum? Das sind einfach nur Klorollen. Oder Kerzen. Oder irgendetwas anderes, was ich momentan nicht erkennen kann. Aber ich schätze mal, es waren Klorollen. Aufschließen. Hallo, ist da jemand zu Hause? Oh Gott. Von den Typen sieht keiner wie ein Barry aus. Muss man hier etwa ein Glöckchen läuten? Ein Glöckchen? Was ist denn das hier? Guten Tag. Können Sie mir weiterhelfen? Hier nicht den Esstisch kaputt hauen. Hörst du mal auf damit? Nein, hör auf. Nein, hör doch. Ja, Junge, so geht das. Hast du gesehen? Ja. Jetzt denk da nochmal drüber nach. Guck mal hier. Ein Polizist um die Ecke, der kann das. Was machst du denn jetzt? Wollte mir vielleicht was erzählen? Auch nicht. Hier kann ich irgendwas mit einem springenden Punkt machen. Das sieht cool aus mit dem Fenster hier. So, noch ein Bonsai. Und noch so ein... Ich kann gerade nichts sehen, weil die Kamera da nicht hin will. Und ein Bonsai. Ach, da oben ist... Oh, wir sind ja fast fertig da oben, sehe ich ja gerade. Oh, da schaffen wir aber jetzt die Runde. Das geht nicht kaputt. Hier brauchen wir wieder... springende Punktdinger. Das ist aber hier viel... Und wieder springende Punktdinger. Nice. So, dann haben wir wenigstens mal fertig. Na, und du so? Upsi. Was hängt denn hier an der Wand? Die lassen sich aber auch nicht aus der Ruhe bringen. Ist Feierabend. Wow. So, und ein Bonsai. Und das Ding. Was denn? Ja, Entschuldigung. Dann rede ich halt leiser. Die Herren. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich sag nichts mehr. Ja, könnt ihr euch da bedanken. Geht die Sache nichts mehr ab. Let's play doch mal. Sei doch mal ein bisschen lauter. Man hört dich nicht. Ich erreiche einfach kein seelisches Gleichgewicht. Und? Kannst du mir sagen, wie das so ist, falls mal ein Test kommt? Der eigentliche Test ist die Reise durchs Leben und über die Wellen, die deine Taten hervorrufen. Oh. Also ein grün-gelbes Lila auf einem Emotionsring. Hä? Ja, die deine Taten hervorrufen. Hi. Oh Gott, ist das schlecht von mir. So. Na, und ihr so? Denkt da nochmal drüber nach. Guck mal, so geht das. Ich kann euch das nochmal zeigen hier. Da. Ganz Inventar kaputt gehauen. Und das Ding hier. Und die paar Klorollen, die dann am Straßenrand rumstehen. Könnt ihr die Klorollen nicht auf Klo packen? Stehen die da rum? Kann ich hier mitmachen? Die lassen sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Die auch nicht? Nein, die auch nicht. Aber du. Du stinkst. Nein, tu es auch nicht. Was ist denn das hier hinten? Wir brauchen Dynamit. Wir brauchen... Wo kriegen wir Dynamit her? Wir brauchen Dynamit, Dynamit, Dynamit. Oh, was haben wir denn hier? Ja, shit. Dynamit alles. Was haben wir denn hier drin?
Vielleicht wäre hier Dynamit drin. Ist bestimmt nicht schlimm, wenn man mit so einer Spitzhacke gegen so eine Glocke haut. Macht die bestimmt nur schöner. Mist. Ist kein Dynamit. Na, diese Fähigkeit geht noch nicht. Na gut. Holen wir halt hier den MB-Gong. MB-Spieler präsentiert. Ein Gong. Sogar besser als ein Glöckchen. Aber sowas von. Ich wollte damals als Kind immer an dem MB-Ding hier rumstehen, an dem MB-Spieler präsentieren. Genau so. Nein. Ich bin hier, um... Hör dir mal das an. Was? Willkommen bei Lerne Kung Fu im Schlaf. Entspann dich. Du bist jetzt vollkommen entspannt. Ende. Was? Ich kann Kung Fu. Zeig es mir. Und ach, wie geil. Klempner? Ach, schön. Los, Neo. Vielleicht sollte ich dich gegen ein paar meiner Schüler antreten lassen. Morpheus, da kannst du mir nicht antun. Geh in dich, ruf dein wahres Potenzial ab und triumphiere so über deine Gegner. Was ist das für ein Dialekt? Du wirfst sie einfach auf die Matte. Das kann ich auch machen. Sehen, was du drauf hast, oh, das mache ich, Junge. Hier, guck mal, auf die Matte geworfen. Das sieht morgen schlimm aus. Oh, da ist nicht kein Problem. Schlecht. Legen wir mal nach. Machen wir. Ist der, soll der Grillsch sein? Nicht schlecht. Du kennst aber keine Gnade. Da hast du ja einen kurzen Prozess gemacht. Aber diesmal wird es schwieriger. Was soll das sein? Kölsch und Ruhrpott? Oder was? Stell dir vor, du entlüftest eine Heizung. Und jetzt wende das auf deinen Geist an. Oh, Entschuldigung. Lass die Bewegungen fließen, wie das Wasser durch die Kupferrohre deiner Entschlossenheit. Oh, das merkt er morgen noch. Da kannst du schon von ausgehen. Autsch! Oh. Nice! Autsch. Das hab ja sogar ich gespürt. Wie gut die Kommentare sind. Ich bin gar nicht aufhören. Eine 10.000 Meilen lange Reise beginnt mit einem einzigen Anruf beim Reisebüro. Ich will nur die Kommentare hören. Ich laufe noch ein bisschen rum, erzähl weiter. Wenn im Wald ein Baum auf dich fällt, schmerzt das dann? Und wie? Höllisch. Du echt höllisch weh. Die Stimme ist so gut. Wie gut ist sie? Dein Kampf muss dein Geist entspannt sein. Entspannt. Du hast den Herd angelassen? Da ist Elektro. Entspannt. Morpheus ist ja der Buller. Dein Körper muss in Topform sein, wie ein regelmäßig gewarteter Heizungskessel. Hatten wir das schon mal? Da warten wir noch mal eine Runde. Da kommt doch noch mal die Jutes. Dein Geist muss frei sein. So frei wie ein Zentralheizungssystem ohne Luftblasen. Ach ja, der hat ja gesagt, der ist ja hier Gaswasser-Scheiße. Ich kenne einen Typen, der Kung-Fu lernte, weil er Probleme beim Zaunstreichen und Autopolieren hatte. Hat ihm echt geholfen. Was? Was? Deine Augen sollen nicht schmal sein wie Lüftungsschlitze, sondern offen wie Entwässerungsrohre. Wie schön, der mir auch weiter immer hinterher rennt. Das hat auch kein Problem damit, der will ihm auch zuhören. Wusstest du, dass Kung Fu ursprünglich erfunden wurde, um Holz zu zerkleinern, bevor das Sägen erfunden wurde? Echt? Ja. Ist kein Witz. Ich geh im Witz. Sagst du? Nimm dann den Druck von dir, so wie es das Überdruckventil eines Heizkessels tut. Mach ich. Oh, wie cool hat er sie. Lass dich während des Kampfes von nichts ablenken. Hallo, Barry Smith, Kung-Fu-Schule und 24-Stunden-Klempner-Service. Wie kann ich Ihnen helfen?
Sie haben einen Rohrbruch? Gut, ich hätte einen Termin nächsten Donnerstag um 11 Uhr. Also dann bis Freitagnachmittag. So, wo waren wir? Richtig, von nichts ablenken lassen. Schön bis Donnerstag 11 Uhr, ja, dann bis Freitagnachmittag. Schön wär's, wenn's zu schnell mit gehen würde. Mit Kung Fu triumphieren die Schwachen über die Starken. Wenn aber die Starken auch Kung Fu können, dann sieht es übel aus. Das ist richtig. Wo ist das gut? Kannst du dich deinen Ängsten nicht stellen, dann lauf einfach vor ihnen weg. Mach ich doch. Das ist manchmal auch wirklich schlimm. Die Synchronstimme ist der Brüller, echt. Körper und Geist müssen eins sein. So wie Deckel und Brille. Klodeckel oder was? Der Schlüssel zum Erfolg ist Fleiß. So wie der Schlüssel zum Entlüften des Heizkörpers ein Schlüssel ist. Das ist richtig. So einen habe ich auch noch hier rumliegen. Schwätz weiter. Geht die Folge halt eine Stunde, mehr egal. Ich laufe dafür unten im Kreis. Ist der fertig? Nein. Na gut. Tschüss. Oh, Junge. Komm, komm. Hoffe, du bist gut im Armdrücken. Hä? Komm jetzt. Jetzt hat er nichts mehr zu schwätzen? Was machst du? Was? Komm schon. Was? Isol Y? Ihr fällt mir schon besser. Was soll ich? Y? Autsch! Naja, die Risiken waren in ihr von vornherein klar, ne? Wirf sie mal gegeneinander. Also ich muss sie erst mit X? Und dann mit Y. Nee. Na komm her. Ja komm, die Folge machen wir auf jeden Fall hier noch fertig. Dafür haben wir dem die ganze Zeit hier auch zugehört. Halte Y gedrückt und bewege ihn über den Gegner. Ach so. Y, so. Langsam hast du den Dreh raus. Hä? Ja, werf noch einen. Ach, ich dachte, ich muss den treffen. Na, komm her. Na, Kollege. Na, komm her. Greif mich an. Das war ein Fehler. Bleib doch mal liegen. Jetzt schleich hier nicht herum. Nein! Hä? Ich weiß nicht, manchmal, warum bleiben die manchmal liegen und manchmal nicht? Möchtest du mal hier? Hallo, bin hier. Na, komm her. Hallo. So, hinlegen. Verdammt! Ja, doch mal. Ich kann die auch so nicht angreifen. Doch, kann ich. Schon. Noch ein. Ah. Was habe ich denn für das da gerade gedrückt? Aufstehen. Mist. Rennt manchmal die richtige Taste, manchmal irgendwie nicht. Jetzt habe ich es. Da habe ich es jetzt. Ach komm. Ich muss den irgendwie schnappen. Ja, komm jetzt her. Ah, um den Gegner zu packen. Ja, drücke ich doch. Jetzt hat er den wieder. So, dahin. Du wirst sehen, die braunen Gegner sind eine Spur härter. Ah! Ah!
Eine Stufe. Wow, wow, was? Oh, okay. Y gedrückt halten und auf ihn. Es geht doch heulen. Nur noch eine Runde, Chase. Was? Du sollst den Schlägen ausweichen. Na, kommt her. Gut geschlagen. Nimm diesen Gürtel als Zeichen deiner Stärke. Das kann ich nicht annehmen, Barry. Wieso? Oh, hoppla. Spezialauftrag. Kung-Fu-Fuchtelei. Level abgeschlossen. Polizeimarken. Teil. Freigeschaltet. Judoka. Und wie viel Prozent haben wir? Haben wir 90%? Haben wir 95%? Nein, wir haben 100 und wir sind Lego City Held. Lego Steine eingesammelt, goldene. Zwei? Cool. So, ja, da würde ich mal sagen, die Folge geht jetzt 31 Minuten. Ich kann nicht versprechen, dass die nächste Folge noch 20 Minuten geht. Muss ja irgendwo die Zeit wieder rausholen. Wie gesagt, ich habe nur ganz wenig Zeit zum Aufnehmen. Naja, wie es weitergeht und was noch alles passiert, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Lego City Undercover. Bis zum nächsten Mal.